Susi Brandt. Guten Abend. Ein Osterspaziergang war heute nun endlich mal bei Sonnenschein möglich. Während die einen einfach nur die Seele baumeln ließen, haben andere traditionell beim Ostermarsch protestiert. Zum Beispiel im Zeitzer Forst. Ostermärsche gehören ja seit den 1960er Jahren schon zur Friedensbewegung im Westen. Der Osten zog dann 30 Jahre später zur Wende nach. Hier in Sachsen-Anhalt. Da haben sie in zwei Regionen Tradition, wie eben gesehen, im Zeitzer Forst, aber auch in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Auch hier wird gegen die militärische Nutzung demonstriert. Aber sie sieht doch ganz glücklich aus. So, und jetzt finden Sie mal bitte den Fehler bei diesem Gericht. Der Spargel. Kaum eine Stange hat es in diesem Jahr frisch gestochen, hierzulande auf den Teller geschafft. Der März, der war einfach zu kalt und überhaupt der Winter war viel zu lang. Alle Liebhaber des Edelgemüses, die müssen sich entweder gedulden, die Freilandbetriebe haben den Saisonstart auf Mitte April verschoben, oder etwas tiefer in die Tasche greifen. Heute ist der internationale Tag des Kinderbuches. Ein wirklich wichtiger Tag, wenn man nämlich mal darüber nachdenkt, was die Stiftung Lesen prognostiziert, nämlich, dass es bald so sein wird, dass jedes zweite Kind keine Bücher mehr geschenkt bekommt, geschweige, dass ihm je vorgelesen wird. Dabei gibt es doch so wunderbare Kinderbücher. Zum Beispiel das vom kleinen Drachen Tamir. Die Geschichte hat Sandra Weber aus Weiße Warte in der Altmark geschrieben und dabei viel von ihrer eigenen Vergangenheit verarbeitet. Tamir, der junge Drache, ist gleichzeitig auch ein Hörbuch und ein Malbuch. Also alles, was es braucht, um die Kleinsten dann glücklich zu machen. Sie hat ihr Glück in Quedlinburg gefunden. Nichts Besonderes, meinen Sie? Naja, ich finde, also wenn man aus Finnland, so wie Sie, kommt, dann wohl schon. Marie, die hält es fast so wie der berühmteste finnische Export, der Weihnachtsmann. Der verlässt ja auch den hohen Norden immer wieder, um uns jede Menge Geschenke mitzubringen. Marie hat Finnland auch verlassen, hat ganz viel Heimat für uns mitgenommen. Allerdings gibt es die nicht ganz geschenkt. Mit dem April stehen die Zeichen nun auf Frühling. Dem Winter, dem schmeißen wir jetzt noch ein paar Fakten hinterher. Allein 11.000 Tonnen Streusalz wurden auf den Straßen im Burgenland und Saalekreis sowie im Landkreis Mansfeld-Südharz verbraucht. Und da haben wir noch was. Hier im Harz sowie im Salzlandkreis werden ab morgen 145 Kilometer Schneezäune wieder abgebaut. Der Frühling ist also im Anmarsch. Es war doch heute wirklich ein versöhnlicher Wetterabschluss. Die Osterhasenfamilie, die guckt auch schon, ne? Gehen Frühling. Das Bild hat uns Ralf Freier aus Schönebeck geschickt. Vielen Dank dafür. Und ich frage jetzt noch mal sicherheitshalber beim Profi nach. Maira Rothe sagt uns jetzt nämlich, ob der Frühling uns diese Woche ins Schwitzen bringt. Danke, Maira. Beim Wetter gewinnen wir alle. Morgen früh, da brauchen Sie als Bonnie Tyler-Fan schon ein bisschen mehr Glück. Die Rockperle, die kommt ja bald ins Steintor-Varieté nach Halle. Am 11. April können Sie ihr lauschen. Und das Konzert wird präsentiert von MDR Sachsen-Anhalt. Freikarten können Sie morgen früh dann ab 5 beim Kollegen Michme gewinnen. Wir sehen uns dann am Abend wieder, Punkt 19 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit den Kollegen von MDR Aktuell. Wiebke Binder ist wieder da, versorgt Sie jetzt mit allen Informationen aus Deutschland und der Welt. Bis dahin, schönen Abend für Sie. Tschüss.